70.000 Besucher kommen. Kommen werden sie in erster Linie wegen Mang, Wimmer und Co. Neben diesen Stars sind noch einige weitere bayerische Fahrer dabei, die sich für das Rennen qualifizieren müssen. Wie Harald Eckel aus Vohenstrauß, Herbert Besendörfer Rostal oder Konrad Hefele aus Einhausen, der zurzeit Führende in der deutschen Meisterschaft. Bei Reinhold Roth im Amzeller und Manfred Herwe aus Lampertheim läuft es wieder etwas besser als in den beiden vergangenen WM-Läufen. Dennoch können beide an die sehr guten Leistungen des vergangenen Jahres noch nicht anknüpfen. Toni Mang Nummer 2 deckt im Training normalerweise seine Karten noch nicht auf. Ich lege aufs Training mindestens den gleichen Wert wie andere Fahrer, aber nicht auf die Trainingszeit. Ich probiere eben im Training verschiedene Reifen, verschiedene Einstellungen aus, die sich dann beim Rennen eben als Vorteile weisen sollen. Und da braucht man Zeit und man kann da nicht unbedingt jetzt nur auf eine gute, schnelle Rundenzeit schauen, sondern man muss auf den Motor achten oder aufs Fahrwerk achten und da kann man sich nicht auf alles konzentrieren. Und darum ist für mich die Trainingszeit zweitrangig. Heute machte der viermalige Weltmeister eine Ausnahme. Am Nachmittag schockte er die Konkurrenz mit Trainingsbestzeit. Carlos Lavado Nummer 3, der am Sonntag 30 Jahre alt wird, ist scharf auf seinen zweiten WM-Titel. Der kleine, drahtige Venezuelaner gab ebenfalls kräftig Gas und will heuer bei der Titelvergabe ein entscheidendes Wort mitreden. Nummer 4, Martin Wimmer. Wie bereits in Spanien und Italien gehört der Münchner auch am Nürburgring zu den Schnellsten. Ob er aber beim Rennen endlich vernünftig vom Start wegkommt, ist die große Frage. Das Problem mit unserem Starten ist, dass wir nicht ein einzelnes Problem haben, sondern die Summe von 3 oder 4 Problemen. Und alle diese Probleme zu lokalisieren und auf einmal zu lösen, ist natürlich nicht einfach. Aber wir haben hier einen weiteren Schritt getan und man muss jetzt mal abwarten, am Sonntag, wie der Start klappt. Martin Wimmer, heute gut aufgelegt, lüftet nun exklusiv für uns sein Geheimnis. Mit diesem Hebel versuche ich die Leerlaufarretierung des Vergasers unabhängig vom Gasgriff zu steuern und dadurch ein besseres Anspringverhalten zu erzielen. Wir werden dieses System im Training jetzt noch testen und dann entscheiden, ob wir es einsetzen beim Rennen oder nicht. Mang, Lavado, Wimmer, McLeod, Cornu und Tairo waren die schnellsten heute. Und diese 5 könnten am Sonntag auch in der ersten Startreihe der Klasse bis 250 Kubikzentimeter stehen. Am Nürburgring sind alle Kategorien des Motorradsports am Start. Erstmals in dieser Saison geht es bei den Seitenwagen um WM-Punkte. Und da sieht alles nach einem erneuten Duell. 70.000 Zuschauer umsäumen schon den Ring. Strahlender Sonnenschein, also optimale Bedingungen für die Fahrer. Und im Mittelpunkt des dritten Laufes zur Motorrad-Weltmeisterschaft steht natürlich die 250er-Klasse. Es wird ein ganz spannendes Rennen werden. Zwei Deutsche gehören zu den Favoriten, Martin Wimmer und Anton Mang. Und der vierfache Weltmeister Anton Mang gab mir am Freitag kurz nach dem Training einige Erläuterungen zur Strecke. So, wir kennen die Strecke jetzt schon, Sie sowieso, Herr Mang. Und ich habe sie jetzt mit Touristengeschwindigkeit erlebt. Der Nürburgring liegt ja landschaftlich wunderschön unterhalb der Nürburg und ist auch, glaube ich, sehr beliebt bei den Fahrern. Ja, das kann man sagen. Es raffiniert und hat seine Feinheiten, seine Tücken. Der Ring selbst ist rund 4,5 Kilometer lang. Gegenüber von Start und Ziel, hinter dem Fahrerlager erreicht man die höchste Geschwindigkeit hier am Ring, auf dem Bergabstück. Das sind ca. 230 Stundenkilometer. Das wir jetzt gerade im Bild sehen. Und der langsamste Teil ist an welcher Stelle? Also wann müssen Sie am stärksten runterschalten? Sprich, wann sind Sie am langsamsten? Das ist am anderen Ende, in der Dunlop-Kehre. Man reduziert die Geschwindigkeit von ca. 200 auf 100 Stundenkilometer und das im ersten Gang. Und die schwierigste Stelle am Nürburgring? Die schwierigste Stelle für mich ist am Nürburgring die Links-Rechts-Kombination, die Fortkurve. Die Schwierigkeit darin liegt, dass die erste Kurve etwas schneller ist wie die zweite und die zweite noch starkes Gefälle aufweist und dadurch verschätzt man sich sehr leicht mit der Geschwindigkeit.
Ich will das Geschehen hier nicht weiter aufhalten. Es geht gleich los. Bildregie für das Rennen hat Norbert Thielmann. Kommentieren werden Werner Humpert und Dieter Braun. Dieter Braun links im Bild. Kennen Sie bestimmt, er war zweimal Weltmeister 1970 und 1973. 1973 in dieser Klasse, in der 250er. Übrigens hat zu dieser Zeit Anton Mang für ihn als Mechaniker gearbeitet. Tja, und jetzt glaube ich, habe ich genug geredet. Alles Weitere von Dieter Braun und Werner Humpert. Hier sehen wir gleich den schnellsten im Training, Carlos Alberto Lavado Jones. 30 Jahre ist er alt, heute feiert er Geburtstag. Vielleicht wird es ein großer Tag für ihn. Er führt gemeinsam mit Mang die Weltmeisterschaftswertung an. Beide mit 27 Punkten. Carlos Alberto Lavado Jones, um den vollen Namen noch einmal auszusprechen, denn normalerweise ruft man ihn nur Carlos Lavado, darunter ist er bekannt. 83 war er schon mal Weltmeister in dieser Klasse, im Vorjahr Dritter, wie seine Startnummer ausweist. Er gilt als Heißsporn, trotz seiner 30 Jahre unter den Fahrern. Vielleicht kann Dieter Braun etwas zu ihm noch sagen. Im Gegensatz zu dem besonderen Mang riskiert er immer noch einen Sturz, wenn er die Chance auf den Sieg sieht. Ja, natürlich ist auch er, da er, wie Sie schon richtig sagten, mittlerweile 30 Jahre alt geworden ist, schon etwas ruhiger geworden, aber sein südamerikanisches Temperament geht zuweilen doch mit ihm durch. So hat er zum Beispiel beim ersten Grand Prix in Jarama in Spanien ein übergroßes Glück gehabt, dass er den Sieg davontragen konnte, denn bereits in der ersten Runde, nachdem also das Rennen offiziell gestartet war, in der ersten Runde kam er zu Sturz. Das Glück kam ihm zu Hilfe, das passierte ein Massensturz und das Rennen wurde abgebrochen und bei dem nochmaligen Start, bei der Wiederholung, durfte er mit seiner Ersatzmaschine wieder antreten und hat das Rennen letztendlich auch gewonnen. Hier während der Einführungsrunde sehen wir anhand der Grafik unsere Kamerastandpunkte und gleichzeitig den Verlauf des Kurses, etwa 4,5 Kilometer lang. Dieter Braun kann etwas dazu sagen, zu Geschwindigkeiten. Ja, also der Nürburgring wird von den 250ern mit einem Stundenmittel von ca. 152 km/h umrundet. Das sind natürlich nur ca. 5 Fahrer, die mit über 150 unterwegs sind. Und die Spitzengeschwindigkeit beträgt hier, gleich werden wir an die Stelle kommen, das ist jetzt das schnellste Stück. Also im Moment sind wir in einer Kurvenpassage, die mit ca. 130 gefahren wird. Und anschließend geht es leicht bergab auf der Gegengerade und da werden Stundengeschwindigkeiten bis 240 km/h erzielt. Und anschließend kommt nochmal eine Links-Rechts-Kombination, eine sogenannte Schikane, die mit ca. 130 gefahren wird, zwischen 130 und 150. Und dann kommt die Zieleinlaufkurve. Hier bleiben nur ca. 105 über, um dann auf der Zielgeraden wieder auf knapp über 200 hochbeschleunigen zu können. So, jetzt sind wir bereits auf der Zielgeraden. Die Fahrer versammeln sich für den endgültigen Start. Bis dahin werden noch etwa 4 Minuten vergehen. Zeit vielleicht, um die anderen Fahrer, die in der ersten und vielleicht zweiten Startreihe stehen, vorzustellen. Carlos Lavado haben wir gesehen, hier ganz außen rechts von Zuschauern, von Pressefotografen, von Betreuern verdeckt. Gleich neben ihm steht Toni Mang. Er hat die Startnummer 2. Toni Mang, Hundertstel Sekunden im Training, nur langsamer als Lavado und wieder kaum langsamer Martin Wimmer mit der Startnummer 4. Toni Mang ist 36 Jahre alt, war viermal Weltmeister, zweimal davon in der 250er Klasse und hat in diesem Jahr große, große Chancen, seitdem er die volle Werksunterstützung von Honda genießt, den Titel zu erreichen. Anton Mang hat seine Motorradrennkarriere, wenn man so will, bei Dieter Braun begonnen als Mechaniker. Erinnern Sie sich? Ja, er hat 1971 mit seinem Freund Sepp Schlögl, den er heute noch als Mechaniker hat, bei mir angefangen, beide als Mechaniker. Und ein Jahr später, im Jahr 1972, hat er sich dann wieder verabschiedet als Mechaniker und hat seine eigene Karriere gestartet. Der Sepp Schlögl, der eben heute sein Mechaniker und technischer Leiter ist, alles in einer Person, der blieb zunächst bei mir.
Das ist Martin Wimmer. Sie sehen förmlich den Herzschlag unter seiner Lederkombination. Ich habe vorhin noch mal mit ihm gesprochen. Er hat nochmals Starts trainiert, heute Vormittag beim Warm-up. Und er sagt, von 4 probierten Starts läuft sie 3-mal an, 1-mal nicht. Und ich hoffe, dass einer der 3 gelten wird. Da haben wir den Viertschnellsten im Training, Donny McLeod, ein Engländer. Armstrong Rotax. Und er fährt einen Rotax-Motor wie Manfred Herwe, der allerdings an diesem Motor zu verzweifeln scheint. Andererseits zeigt der Erfolg von McLeod, dass dieser Motor doch noch leistungsfähig ist. Was sind da die Gründe? Was glauben Sie? Ja, also der McLeod fährt ein ganz interessantes Motorrad. Einmal schon vom Fahrgestell her, das ist ein Carbon-Fiber-Fahrgestell. Und der McLeod hat den Motor bei Michael Schafleitner in Österreich tunen lassen. Schafleitner ist ja bekannt als Getriebe- und technischer Spezialist seit Jahren. Das eben war Jacques Corny, der Schweizer, der übrigens auf einem Production Racer startet und immer so mitten unter den Werksmaschinen rumfährt, das heißt ein absoluter Topfahrer. Wenn der Jacques vielleicht mal Gelegenheit bekommt, auch an so eine Werksmaschine zu kommen, dann glaube ich, dass er ganz, ganz vorne dabei sein wird. In wenigen Sekunden wird der Start erfolgen. Ganz rechts außen sehen wir mit der Nummer 3, mit der gelben Maschine, Carlos Lavado, 30-Sekunden-Schild. Dann daneben, etwas schwer zu erkennen, mit der Nummer 2, Tony Mang. Links davon mit der Nummer 4, Martin Wimmer. Und auf ihn wollen wir besonders achten, ob seine Maschine diesmal anspringt, ob er diesmal das Glück hat und nicht gleich von Anfang an wieder so weit zurückfällt, wie das in den bisherigen Rennen der Fall war. Der Start. Und Martin Wimmer fällt, ja, fast das alte, ungefähr 12., 14. Position. Vorneweg Jacques Cornu mit der Nummer 10 im besten Start, Nummer 5 Fausto Ricci und Pierre Boll mit der Nummer 11 sind die Besten, die weggekommen sind. Jacques Cornu ist vorne vor seinem Teammate Pierre Boll. Und Fausto Ricci an Platz Nummer 3. Fausto Ricci ist immer mit vorne dabei. In der Startrunde zumindest ist er immer unter den ersten drei mit seiner Honda. Er hat Probleme in diesem Jahr, weit vorne mitzufahren, wenn es um die Entscheidung geht. Der Vorjahresfünfte der WM-Wertung. Er kommt in diesem Jahr nicht so zurecht. Er weiß auch nicht genau, woran es liegt. Der McLeod ist auch ziemlich weit vorne, ist glaube ich 5. Carlos Lavado an 4 mit der Nummer 3. Hinter Ricci jetzt momentan, ja. Und der Nummer 15, Donny McLeod mit der Nummer 12. Carlos Cardus, der Spanier, und dahinter mit dem gelben Rad ein deutscher Fahrer. Die Frage, ob Manfred Herwe oder Reinhold Roth, die Nummer war nicht zu erkennen. Aber ich denke Reinhold Roth, weil er eine Honda fährt und die Hondas starten sehr, sehr gut. Für Martin Wimmer dürfte alles davon abhängen. Ja, er ist also relativ gut dabei. Die Distanz, die jetzt zum führenden Jacques Cornu in der ersten Runde da sein wird, sind maximal 2,5 Sekunden. An 7. Stelle, das ist mit der gelben Maschine Manfred Herwe, der so viele Nackenschläge, was das Sportliche in diesem Jahr anbetrifft, hat hinnehmen müssen. Er wollte vor der Saison eine Yamaha-Werksmaschine haben, die hat er nicht bekommen. Von Honda kam auch ein abschlägiger Bescheid. Er ging zum italienischen Werk Aprilia, die Fahrwerke herstellen, und das Rad wird mit einem Rotax-Motor angetrieben. Er kommt einfach nicht zurecht, der Motor bringt nicht genug Leistung. Herwe bastelt und bastelt, wie er das früher getan hat. Während hier Carlos Lavado an Führung gegangen ist. Carlos Lavado ist natürlich, er will sich selbst ein Geburtstagsgeschenk machen, denn das hat er schon beim Warm-up heute Morgen gezeigt. Er fuhr nochmals. Hier sehen wir die Wiederholung. Also heute Vormittag nochmals 3 Zehntel schneller als gestern seine Trainingsbestzeit war. Und
es wird ganz, ganz schwer sein, ihn, solange ihm nichts passiert, ihn zu überholen. Er hatte in den bisherigen Rennen nie Probleme am Start. Seine Maschine sprang sofort an, obwohl er auch eine Yamaha fährt, eine Werks-Yamaha wie Martin Wimmer. Was glauben Sie, woran liegt es, dass es ihm bei ihm so gut funktioniert und bei Wimmer so schlecht? Das ist natürlich eine Technik und die Technik kann man noch so oft trainieren. In dem Moment, wo der Start ist, da laufen dann vielleicht 20 andere Motorräder auch. Man hört das eigene Motorrad gar nicht. Man muss nur gefühlsmäßig reagieren. Und das damit der Nummer 4. Nummer 4 an siebter Stelle inzwischen Martin Wimmer, direkt vor Manfred Herwig. Also ich habe das eben gestoppt, das sind ca. 4,8 Sekunden, wo der Martin Wimmer jetzt hinter dem führenden Lavado zurückliegt. Und das ist normalerweise schon sehr viel, aber es sind ja noch sehr viele Runden zu fahren und da kann man normalerweise schon 4,8 Sekunden gut machen. Nur ist die Frage, wenn der Lavado im Training der schnellste war und heute Morgen nochmal zulegen konnte, ob überhaupt die Möglichkeit für irgendjemand besteht, zu ihm aufzuschließen. Für Martin Wimmer immerhin schon ein Fortschritt, denn zu diesem Rennzeitpunkt war er bisher viel weiter zurück und hatte da kaum noch eine Chance heranzukommen. Heute hat er sie noch. Da sehen wir mit der Nummer 4. Jacques Cornu mit der Nummer 10. Der in diesem Jahr hervorragend fährt. Vor zwei Jahren hatte er einen schweren Autounfall, war lebensgefährlich verletzt. Hat sich aber glücklicherweise erholt und fährt in diesem Jahr sehr, sehr gute Rennen. Er fährt auch auf einer Honda. Also Martin Wimmer momentan an siebter Position und die drei Fahrer vor ihm wird er innerhalb der nächsten zwei Runden überholen können. Es ist also dieses Mal auf jeden Fall nicht so gravierend, was er durch den Start verloren hat, wie es bei den ersten zwei Rennen der Fall war. Da sehen wir auch mit der Nummer 2 Toni Mang, der sich hinter Manfred Herwe an die 9. Position vorgeschoben hat. Auch für ihn wird es diesmal ein Aufholrennen. Vorne Carlos Lavado, dahinter Fausto Ricci. Ja, ein beachtlicher Vorsprung, er wird größer. Dritter Pierre Boll und dann die Verfolgergruppe mit Martin Wimmer. Für den Toni Mang ist es natürlich nicht alltäglich, dass er einen so schlechten Start hat. Er ist normalerweise immer unter den ersten Reihen dabei. Er hat einen Vorteil, der Toni, durch seine große Routine, ist ein sehr gleichmäßiger Fahrer. Er kann praktisch jede Runde gleich schnell fahren und hat auch eine sehr große Routine und beim Überholen kommt ihm das zugute, wenn er im Mittelfeld ist. Hier sehen wir ihn vor Manfred Herwe. Der ja heute Vormittag beim Warm-up nochmal einen bösen Sturz tat. Ein Sturz mit ca. 200 Stundenkilometern. Aber es sieht so aus, als ob er diesen Sturz verbaut hätte. Und Martin Wimmer sehen wir schon an vierter Stelle. Hat zu Donny McLeod überholt und versucht jetzt auf Carlos Cardús, den Spanier, aufzuschließen. Martin Wimmer, einer der Anziehungspunkte für das zahlreich erschienene Publikum. 60.000 bis 70.000 Zuschauer sollen heute hier sein, schätzt man, so viele wie noch nie am neuen Ring. Dazu erleben wir allerdings auch ein vorzügliches Wetter. Auch das ist selten hier am Ring, wo es häufiger regnet oder ein kalter Wind pfeift. Heute allerdings ideale Voraussetzung für ein
spannendes und gutes Motorradrennen. Und Martin Wimmer kämpft sich immer weiter nach vorne heran. Martin Wimmer hätte jetzt normalerweise freie Fahrt, was natürlich nicht der Fall war in Monza, als er sich durchs ganze Feld oder durchs Heidefeld durchkämpfen musste. Er ist trotzdem in der Zwischenzeit in den letzten zwei Runden eine Sekunde weiter zurückgefallen, was meine Vermutung bestätigt, dass der Carlos Lavado einfach momentan auch ein wenig schneller fährt. Auf der Zielgeraden, Pierre Boll, Martin Wimmer, hier sehen wir Fausto Ricci mit der 5, Pierre Boll mit der 10, Martin Wimmer mit der Nummer 4. Und hier vorne den Führenden, ganz kurz im Bild zu sehen, Carlos Lavado. Martin Wimmer versucht, an Pierre Boll heranzukommen. Pierre Boll, der im Parisien-Team fährt, einen Motor, der von einem deutschen Mechaniker konstruiert worden ist, von Jörg Möller. Jörg Möller, ja, bekannt durch die Van Veen-Kreisler, auch durch die Morbidellis. Er hat also schon etliche Weltmeistermaschinen konstruiert. Das ist kein Mechaniker, sondern das ist ein hochgradiger Ingenieur. Und die Parisien, wie die Maschine heißt, ist ein sehr leistungsstarker Zweitaktmotor mit Drehschiebereinlass, der sich halt so grundsätzlich unterscheidet von den Yamaha- und Honda-Triebwerken. Also doch der Hinweis, dass es auch möglich ist, für ja, wenig werkunterstützte Teams einiges zu leisten auf diesem Gebiet. Konkurrenz für die Honda und Yamaha zu bestellen. Da hat er es geschafft. Er ist vorbei an Pierre Boll. Martin Wimmer jetzt an dritter Position. Oder auf die Wiederholung. Martin Wimmer jetzt hinter Fausto Ricci und Carlos Lavado, dem Führenden. Sehen wir die gut gefüllten Tribünen und Martin Wimmer, der auf Fausto Ricci aufschließt. Fausto Ricci, einer von denen, die von Honda eine Walzmaschine bekommen haben. Ähnlich wie die von Toni Mang. Deutet sich bald ein neuer Überholvorgang an. Ja, ich denke, dass jetzt in dieser Runde Martin an dem Italiener Fausto Ricci vorbeiziehen wird. Und was man jetzt ganz schwach im Hintergrund sah, an auch Toni Stelle. Mang ist bereits im Anflug, Nummer 2. Und ich denke, auch in den nächsten zwei Runden wird er den Fausto Ricci passieren können. Was vielleicht eine Chance wäre, dass die beiden Deutschen zusammen sich gegenseitig ins Schlepptau nehmend zu dem führenden Carlos aufschließen können. Sie sind zwar Konkurrenten, alleine schon von den Maschinen her, die sie fahren, aber privat verstehen sie sich wohl ganz gut. Beide kommen sie aus Bayern, vielleicht auch landsmannschaftliche Kameradschaft wieder auftaucht. Ja, vor allen Dingen will halt jeder gewinnen. Und wer jetzt von den beiden dann
dem anderen das Nachsehen geben wird, das entscheidet sich in so einem Fall dann in der letzten Runde. Aber zunächst könnte durchaus denkbar sein, dass sie zusammenarbeiten, um vielleicht gemeinsam die Aufholjagd erfolgreich gestalten zu können. Aber zunächst auf dem Bergaufstück. In dieser Links-Rechts-Kombination wird im vierten Gang gefahren. Da werden Geschwindigkeiten von ca. 160. Und das hat Toni Mann genutzt, um an Pierre Boll vorbeizugehen, an Platz 4 nun. Ja, und anschließend, wenn das schnellste Stück kommt, dann glaube ich, dass der Toni und auch der Martin sicherlich auch nicht im Nachteil sein werden. Denn hier sehen wir, wie er an Pierre Boll vorbeigeht, innen vorbei. Denn beide Motorräder, sowohl dem Martin seine als auch dem Toni seine, sind mit zu den allerschnellsten Motorrädern zu zählen. Und hier sehen wir, dass inzwischen Martin Wimmer auf Platz 2 vorgefahren ist, hat Fausto Ricci hinter sich gelassen. Und der wiederum hat Toni Mang ganz dicht hinter sich. Carlos Lavado mit deutlichem Vorsprung noch dahinter. Um die Plätze Martin Wimmer und Toni Mang überholt jetzt Fausto Ricci auf der Zielgeraden. Toni Mang an Platz 3. Und jetzt sehen wir, dass wir vorhin besprochen haben, Martin Wimmer und Toni Mang gemeinsam als die ersten Verfolger von Carlos Lavado. Ich denke, dass der Toni Mang auch an Martin Wimmer vorbeigehen wird. Und da, da tut er schon. Und da ist es schon soweit, ja. Es wird sich in den nächsten zwei Runden zeigen, ob der Martin dem Toni folgen kann. Der Toni hat ein Tempo momentan, das durchaus in der Lage ist, dem Carlos nochmals näher zu kommen. Also die Reihenfolge: Carlos Lavado vor Toni Mang, Martin Wimmer, Fausto Ricci und Pierre Boll. Da haben wir den Führenden, Carlos Lavado, mit deutlichem Vorsprung vor den beiden Deutschen. Und wie so oft bei Rennen sieht es so aus, als ob sich die spannenden Zweikämpfe in der Verfolgergruppe abspielen, während ein Fahrer allein vorwegfährt. Inzwischen sind 8 von insgesamt 25 Runden gefahren. Die Gesamtdistanz, die die Fahrer zurücklegen müssen, beträgt 113,5 Kilometer. Also noch viel Zeit, vielleicht doch noch zu Carlos Lavado aufzuschließen. Eine Möglichkeit, den Abstand zwischen dem Führenden mit der Nummer 3 Carlos Lavado und den Verfolgern zu beobachten. Und vielleicht auch zu beobachten, die verschiedenen Arten in die Kurven zu fahren, die Fahrstile von Mang und Wimmer zu unterscheiden. Also Toni Mang ist, wie gesagt, ein alter Routinier und beherrscht natürlich auch alle Tricks, die er in dem Fall nur anwenden muss, wenn es zum Schluss zugeht und wenn er noch mit 2, 3 Fahrern um irgendeinen Platz, um die Spitze oder um den zweiten Platz kämpfen muss. Ich bin also ziemlich sicher, dass Fausto Ricci und Pierre Boll mit dem Ausgang des Rennens um den dritten Platz nicht viel zu tun haben werden. Und momentan sieht es auch so aus, als ob ihn Martin Wimmer nicht ganz halten könnte, den Toni. Es
es bleibt zu hoffen, dass er vielleicht noch einen Deut zulegen kann, denn momentan bleibt der Abstand zwischen Mang und Carlos Lavado ziemlich gleich. Das heißt, er vergrößert sich eher, sodass es also nicht unbedingt zu einem Zweikampf kommen wird um die Spitze. Aber man konnte eben sehen, wie beim Anbremsen die Maschine leicht auszubrechen drohte. Der Toni ist also momentan dabei, nicht weniger als alles einzusetzen, was ihm zur Verfügung steht. Er bekommt ja von seiner Box ganz sicher die Zeichen und weiß ganz genau, in welchem Abstand er sich aufhält und ob er jetzt auf dem Vormarsch ist oder ob der Abstand größer wird. Reinhold Roth, den konnten wir jetzt leider nicht sehen, liegt mittlerweile an 12. Position und Manfred Herwe an 17. Stelle. So, für Reinhold Roth ist es absolut noch denkbar, dass er in die Punkteränge kommen kann. Manfred Herwe tut sich etwas schwerer. Der Sturz hat ihn wahrscheinlich auch nicht gerade beflügelt und außerdem hat er ja nach wie vor Probleme mit seinem Motor. So, im Moment hat man gehört, dass der Tornadre, der Franzose Tornadre, gestürzt ist. Tornadre ist vielleicht noch manchen bekannt. Er war Weltmeister vor 2 Jahren und ist dann zu der Vierradzunft übergewechselt, hat wenig Erfolg gehabt und ein bisschen im Zweiradsport in Vergessenheit geraten. Er hat hier auf einem Production Racer wieder begonnen, am Grand Prix Geschehen teilzunehmen. Er hat ganz, ganz gut ausgesehen und war im Training 14. mit einem Production Racer, eine gute Leistung, wie ich meine. Er ist leider gestürzt jetzt und musste aufgeben. Nach 10 Runden haben wir den Stand hier. Lavado, wie gesehen, vor Mang und Wimmer. Danach schon mit inzwischen etwas deutlicherem Abstand Fausto Ricci und Pierre Boll. Cornu auf Platz 6, das ist so die Platzierung, die er in den ersten Rennen auch eingenommen hat. Und wahrscheinlich auch eine Platzierung, die am Ende dieses Rennens behalten wird. Bei diesen Großeinstellungen sehen wir, welche Kräfte auf die Fahrer und die Maschinen einwirken. Etwa 75 PS leisten die Maschinen, so ganz genau wissen es die Fahrer selbst nicht zu sagen. Und erreichen Geschwindigkeiten von maximal 260 Kilometer in der Stunde. Also für eine 250er Maschine schon ganz enorm. Die Frage ist, ob da irgendwann Sicherheitsprobleme für die Fahrer auftreten können, ob man nicht irgendwann dieser rasanten technischen Entwicklung Einhalt gebieten muss, wie es ja im Automobilrennsport schon getan wird und weiter getan werden muss? Also bei diesen Maschinen ganz sicher nicht, denn nicht nur die Motoren sind ja weiterentwickelt worden, sondern auch die Reifen und die Fahrgestelle sind der höheren Motorleistung kontinuierlich angepasst worden und die Strecken sind vor allen Dingen vorbildlich und gerade hier der Nürburgring absolut sicher geworden. Also absolut sicher, sofern es eben möglich ist, für Motorradrennen eine sichere Strecke zu machen. Und ich glaube ganz sicher nicht, dass das das Thema sein wird, was die FIM in den nächsten 5 Jahren beschäftigen muss. So, mit meiner privaten Stoppuhr gehe ich immer ein bisschen mit. Und ich muss leider feststellen, dass ich der Carlos Lavado nach wie vor weiter absetzen kann von dem Duo Mang-Wimmer. Er hat mittlerweile schon 8,27 Sekunden Vorsprung und baut diesen Vorsprung kontinuierlich um ca. 2 Zehntel pro Runde aus. Und da sich die Maschinen bisher als recht zuverlässig erwiesen haben in allen bisherigen Rennen, ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein technischer Defekt ihn zurückwerfen könnte. Was wir ihm natürlich auch nicht wünschen. Das tun wir nicht. Carlos Lavado, ein sehr sympathischer Mensch, immer lustig, immer einen Scherz bereit. Er gilt als Heißsporn, sein Rezept für diesen Motorrad-Leistungssport, wie er sagt, gut essen, viel schlafen, da sehen wir ihn, das sei die richtige Vorbereitung für ihn. Und wenn er das auch nur halb ernst gemeint haben sollte, es scheint ein gutes Rezept zu sein, denn in diesem Jahr fährt er ausgezeichnet. Ja, er ist ein richtiges Energiebündel und wenn er nicht Motorradrennfahrer geworden wäre, dann wäre er vielleicht Torero oder sowas, kann ich mir vorstellen. Reinhold Roth und Manfred Herwe sind
leider beide mittlerweile ausgefallen und sind also nicht mehr mit Aussicht auf einen WM-Punkt. Der Harald Eckel ist an 20. Position und darüber hinaus ist, soweit ich weiß, kein Deutscher mehr im Rennen. Aber zwei davon noch gut, mit guten Chancen viele Punkte zu erwerben. Toni Mang auf Platz 2. 12 Punkte würde ihm dieser Platz einbringen. Und es sieht so aus, als Toni Mang sich etwas absetzen kann von Martin Wimmer. Die Reihenfolge hinter Wimmer, Ritchie und Boll und dann Jacques Cornu, der Schweizer. Platz 7, Platz 8 inzwischen McLeod, Platz 9 Cardus, auf 10 Pons, auch ein Spanier wie Cardus. Reinhold Roth, der inzwischen ausgeschieden ist, hatte sich ja auch einmal Hoffnung oder macht sie sich immer noch auf eine Werksmaschine von Honda gemacht. Doch dem steht eine Klausel im Vertrag von Toni Mang im Wege, die Toni Mang mit Honda geschlossen hat, dass zumindest in diesem Jahr kein anderer deutscher Fahrer außer Toni Mang den Bayern eine Werks-Honda erhalten darf. So, hier sind die beiden Fahrer wieder an der schnellsten Strecke. Wie gesagt, ca. 240. Werden wir in wenigen Sekunden den Carlos Lavado hier auf der Start- und Ziellinie vorbeikommen sehen. Da ist er schon. In die jetzt Toni Mang und Martin Wimmer einbiegen. Und der Abstand hat sich weiterhin vergrößert. Er ist also mittlerweile schon auf 8,8 Sekunden angewachsen. Und wir liegen leider richtig, dass Martin und Toni nicht mehr zu ihm aufschließen können. Um noch einmal den Vergleich zum Automobilrennsport zu ziehen. Welche Bedeutung kommen in solchen Rennen den Reifen zu? Ja, mittlerweile wird natürlich auch schon extrem hoher Einsatz gespielt von den Reifenfirmen hier bei Motorradsport. Und Leute wie Lavado, Mang, Wimmer, Pons und so weiter erhalten natürlich die hochentwickelten Neues von Michelin oder Dunlop, die Radialreifen, die sich also von den käuflichen Rennreifen insofern unterscheiden, als sie spurteuer sind, als sie ihr Gummi auch, wenn die richtige Mischung gewählt wird, dann ist der Gummi auf jeden Fall dem von den käuflichen Reifen überlegen, das heißt die Haftfähigkeit. Aber auch die Problematik ist größer, es muss mehr getestet werden und es müssen wirklich auch die richtigen Reifen sein und die richtige Abstimmung an Fahrwerk und so weiter vorgenommen sein, damit das Motorrad nachher auch besser liegt. Wird das nicht vorgenommen und ist ein Fahrer nicht ganz feinfühlig und in der Lage dazu, dann kann also durchaus möglich sein, dass der Spezialreifen sich schlechter fahren lässt als ein gekaufter normaler Knäuel, den jeder erwerben kann, der hier teilnimmt. So sehr der Kampf um den Sieg entschieden sein mag, die Auseinandersetzung um den Platz danach hält unvermindert an, denn Martin Wimmer hat den Anschluss zu Toni Mang gehalten, folgt ihm dicht auf, sodass da noch ein spannender Zweikampf zu erwarten ist. Jetzt, wo noch etwa 10 Runden zu fahren sind. Es ist ja erstaunlich, dass die Maschinen so gleichwertig sind, dass die Fahrer auf die Zehntel genau die gleichen Rundenzeiten fahren. Denn Toni Mang fährt eine Werks-Honda, die um 180 Grad versetzte Kurbelwelle hat, die eine echte Zweizylindermaschine ist. Und der Martin Wimmer fährt eine dieser drei Werks-Yamahas, die einen gleichlaufenden Motor haben, auch eine Zweizylinder-V-Konstruktion. Aber die beiden
Kolben zünden zum gleichen Augenblick. Deshalb hat er auch die Startprobleme. Aber trotzdem, wie man sehen kann, die Leistung scheint ziemlich ausgeglichen zu sein. Es sind eigentlich halbierte 500er Motoren, die hier gefahren werden. Und das bedeutet, dass viel von der Entwicklungsarbeit, die auf dem Gebiet der 500er erledigt wird, auch hier verwendet werden kann. Ein Vorteil, den vor allen Dingen Martin Wimmer genießt. Ja, das ist ganz richtig. Das ist aber auch so bei der Honda von Tony Mang, die praktisch eine Hälfte darstellt von dem 500er Motor von Freddy Spencer. Ja, momentan Gardner, der ja ersatzweise die Fahne hochhalten muss. Und auch schon sehr gut gefahren ist. Auch ganz gut gefahren ist und leider beim letzten Einsatz in Monza am Start stehen blieb. Da sehen wir, Anton Mang hat die schnellste Runde gefahren bisher mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 152 Kilometern. Sehr schön zu sehen, wie die Fahrer sich in die Kurven legen. Wunderbare Studien. Zeit, da die Positionen jetzt klar sind, etwas mehr auf die Fahrstile zu achten. Was sich Gott sei Dank hier im Motorradrennsport auch deutlich unterscheidet von den Formel 1 Fahrzeugen, dass kein Tanklimit vorgeschrieben ist. Es wird also hier Rennen gefahren bis zum letzten Meter und niemand muss darauf achten, dass er mit dem zur Verfügung stehenden Sprit bis zur Ziellinie kommt, sodass man also schon davon ausgehen kann, dass es zum Schluss richtig heiß hergeht. Der Martin versucht natürlich jetzt vorzugehen und ich glaube, er wird versuchen, sich auch ein bisschen abzusetzen. Der Toni ist ein richtig harter Haudegen und er ist bekannt dafür, dass er in der letzten Runde so breit wird wie ein LKW. Da sehen wir es nochmal. Und dass er ganz schwer zu überholen ist. Und der Konter von Tony Mang auf der Zielgeraden. Tony Mang wieder auf Platz 2 von Martin Wimmer. Nochmal auf das Spritproblem zurückzukommen. So eine Maschine verbraucht umgerechnet etwa zwischen 11-12 Liter auf 100 Kilometer. Ich möchte sagen, erstaunlich wenig für eine Rennmaschine. Das kommt einfach daher, weil die Zweitakter mittlerweile eine ziemlich ausgefeilte Technik haben. Membraneinlass und Auslasssteuerung durch Attack oder Power Valve. Es wird also auch bei einem Zweitaktmotor Einlass und Auslass irgendwie gesteuert, sodass der Motor effektiver arbeiten kann. Damit steigt die Leistung und der Verbrauch wird weniger. Tony Mang, der sich immer wieder nach seinem Verfolger umsieht. Und hier scheint sich noch ein spannender Endkampf anzudeuten. Carlos Lavado zieht dagegen einsam seine Runden, seinen Vorsprung über 11 Sekunden, kaum einholbar, wenn da kein technischer Fehler mehr geschieht. Es war auf jeden Fall heute kein Resultat, das jetzt aufgrund des schlechten Starts von Martin zustande kam, sondern der hier schon wieder gekontert hat. Ja, das ist also ganz regulär, denn der Toni war ja ursprünglich noch hinter ihm. Es hat sich ja auch heute Morgen beim Warm-up schon angekündigt, dass der Carlos ganz auf Sieg eingestellt ist. Und hier aus dem Windschatten heraus hat Tony Mang Martin Wimmer wieder überholt. Das sind so die Punkte, wo die Überholvorgänge stattfinden. Anton Mang auf der Zielgeraden und auf den Kurven vorher versucht es immer wieder Martin Wimmer erfolgreich.
Bei Zweikämpfen wie diesen, gibt es da besondere taktische Verhaltensmaßnahmen? Gibt es da Empfehlungen? Ja, das kommt auf die Mentalität der Fahrer an. Jetzt waren sie eben an der langsamsten Kurve des Kurses, an der Südkehre, die mit knapp unter 100 Stundenkilometern gefahren wird. Und ich glaube nicht, dass jeder hat gemerkt, dass er sich von dem anderen nicht absetzen kann. Hat sowohl der Martin als auch der Toni mit Sicherheit bemerkt. Und was sie jetzt veranstalten, glaube ich nicht, dass das unbedingt ausschlaggebend ist für den Ausgang des Rennens. Der Martin möchte versuchen, weil er eben kein ganz so harter Degen ist wie der Toni Mang, möchte versuchen, vielleicht vorne in den letzten zwei Runden vorne zu sein, um sich vielleicht ein wenig absetzen zu können. Während der Toni unter allen Umständen vermeiden will, dass der Martin an ihm vorbeikommt, um den Kontakt nicht zu verlieren. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Finish geben, denn wenn einer es drin hätte, dass er um den Deut zulegen kann, dass er sich frei machen kann von dem anderen, dann hätte er es schon gemacht. Es ist auch nicht anzunehmen, dass jetzt von einem dieser beiden der Reifen schlapp machen würde oder so. Wenn das der Fall wäre, so wäre der Zeitpunkt mittlerweile auch schon eingetreten, denn die Reifen sind auf ihrer Betriebstemperatur, die jetzt ziemlich konstant bleiben wird. Wir erleben ja diesmal hier am Nürburgring ein Rennen, das so ganz anders verläuft als die beiden bisherigen in Jarama und Monza. Dort, wo es um die Spitze und um die Plätze 3, 4, 5 sehr, sehr spannende, erbitterte Auseinandersetzungen gegeben hat. Hier sehen wir, dass Carlos Lavado inzwischen über 12 Sekunden Vorsprung vor Anton Mang und Martin Wimmer hat. Und danach klafft wieder ein großer Zwischenstand auf den vierten, den Pierre Boll. Fausto Ricci, Jean-François Baldi. In Monza hatten wir noch den Zweikampf, bis auf die Ziellinie zwischen Lavado und Toni Mang. Hier werden wir den Zweikampf um Platz 2 und 3 erleben. So, eben wieder haben sie die schnellste Stelle passiert, die Rechtskurve, die voll zu fahren ist mit ca. 240. Und jetzt noch die letzte Schikane. Dann kommen die beiden wieder in die Zieleinlaufkurve. Martin versucht wieder aus dem Windschatten raus vorbeizufahren. Was Toni Mang schnell verhindert hat. Da sehen wir die Verfolger von Martin Wimmer und Toni Mang mit der Nummer 11, Pierre Boll. Und dahinter Fausto Ricci. Und 55 ist der François Baldé. Jean-François Baldé hat ihn bereits in Monza auf sich aufmerksam gemacht. Dort hat er den dritten Platz belegt. Hat Martin Wimmer im Finish geschlagen. Ich nehme an, dass Baldé, der jetzt hinter Boll und Ricci lauert, ich glaube, dass Baldé vorbeifahren wird in den verbleibenden Runden. Da der Baldé ein ziemlich schnelles Motorrad hat. Auch er hat eine Werkshonda, eine dieser sechs Werkshondas. Und er hat einen namhaften und guten Mechaniker bzw. Tuner, das ist Helmut Fahrt, der ihm seinen Motor präpariert. Und Baldés Motorrad gehört mit zu den allerschnellsten, die hier auf der Strecke sind. Das wird man vielleicht gleich sehen können, wenn die Kamera drauf kommt. Nur ein verpatzter Start ist auch mit einer solchen Maschine, mit einem solchen Motor kaum wettzumachen, deshalb Baldi mit wenig Chancen auf einen der ersten drei Plätze. Fausto Ricci führt die Verfolgergruppe nun an. Fausto Ricci, der vor allen Dingen in Italien sehr gute Leistungen bringt und zeigt. Wahrscheinlich braucht er die Anfeuerung und die Umgebung des italienischen Publikums, die heimatliche Atmosphäre.
immer noch die Reihenfolge Ritchie, Boll, Baldé. Immer wieder versucht der Baldé, aber bisher hat er noch keinen Erfolg gehabt. Weil natürlich jetzt in der Endphase jeder um jeden Zentimeter kämpft. Und die Veranstalter hier am Nürburgring haben sich einiges einfallen lassen, um die Kritik, die entstanden ist durch den glatten Belag, zu verändern. Der Belag ist aufgeraut worden. Vor allem hier in den Kurven, vielleicht kann man es erkennen, ein Hauch dunkler als der Rest der Strecke. Doch ist nur die Ideallinie gefräst worden, sodass es für ein Pulk von Fahrern schwierig ist, Überholmanöver zu starten. Denn da muss man von der Ideallinie mal abweichen und dann gerät er auf den etwas glatteren Untergrund, sodass seine Sturzgefahr leicht erhöht ist. Mit solchen Problemen haben sich allerdings hier Toni Mang vor Martin Wimmer nicht zu sorgen. Denn sie sind allein auf weiter Flur, nur Carlos Lavado weit vorn. Natürlich in erster Linie vorhanden, als es regnete gestern beim ersten Training, gestern früh. Da gingen also sehr, sehr viele Fahrer zu Boden, weil, wie Sie schon richtig sagten, die Ideallinie nur gefräst war, sauber gefräst war. Und beim Anbremsen einer Kurve, bevor die Schräglage gefahren wurde, da war die Strecke noch enorm schlüpfrig und deswegen sind einige Fahrer schon beim Anbremsen zu Fall gekommen, aber soviel ich weiß, hat sich keiner ernsthaft wehgetan. Toni Mang nach wie vor, es sieht momentan so aus, als ob er ein paar Meter dazwischen legen konnte, aber das ist, kann natürlich nach einer Kurve wieder zunichte sein, dieser kleine Vorsprung. Er ist natürlich auch enorm nervenstark. Martin kann also nicht unbedingt hinter ihm herfahren und darauf warten, dass er jetzt vielleicht einen Fehler machen würde. Toni Mang gehört mit zu den beständigsten Fahrern überhaupt, die es gibt, und das ist auch sein enormer Vorteil. Und diese Nervenstärke haben wir auch, hier wird er gerade wieder überholt, von Martin Wimmer in Monza erlebt, wo er Carlos Lavado erst in der letzten Runde überholt hat und nicht mal vorbeigelassen hat, obwohl der nochmal angriff und schneller schien. Hier eine Studie von Toni Mang. Da sehen wir, wie groß die Haftung dieser Reifen ist, sein muss, damit die Fahrer heil durch diese Kurve kommen. Auch, glaube ich, der Rennleitung mal ein Kompliment aussprechen, nachdem der neue Ring hier jahrelang jetzt oder seit er besteht mehr kritisiert als gelobt worden ist, ist in diesem Jahr so ziemlich alles besser geworden. Die ganze Organisation ist menschlicher geworden. Der Veranstalter hat nicht weniger als alles getan, um die Strecke in einen echt guten Zustand zu versetzen, und von der Streckenführung her war ohnehin nie was auszusetzen. Sie haben, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, sie haben den Straßenbelag abgefräst, damit die Oberfläche richtig griffig ist und damit auch die Fahrer risikolos volle Schräglage fahren können. Sollte das Ergebnis beim Einlauf nicht anders sein als momentan, dass also der Carlos Lavado gewinnt vor Toni Mang, dann wäre der Carlos Lavado in Führung in der Weltmeisterschaft, denn die beiden waren ja punktegleich. Wenn er gewinnt vor Martin Wimmer, dann ist der Unterschied noch etwas größer, dann sind 5 Punkte Differenz.
Aber das sagt noch nicht viel aus, denn im Verlauf der ganzen Saison hat der Mang auf jeden Fall den Vorteil, dass er der weitaus zuverlässigere Fahrer ist, der sowohl von der Maschine her als auch vom Sturzrisiko her, glaube ich, als der zuverlässigste überhaupt bezeichnet werden muss. Da wird der erste Fahrer überrundet, ein Schweizer, Lurs Ugi. Jetzt in der letzten Runde das alte Bild, Carlos Lavado über 12 Sekunden vor Toni Mang und Martin Wimmer. Und jetzt die letzte Möglichkeit für Martin Wimmer, noch auf den zweiten Platz vorzukommen. Carlos Lavado hier mit der Nummer 3, auch er bei Überrundungen. Er geht natürlich jetzt kein Risiko mehr ein, Carlos Lavado. Er weiß, dass er einen komfortablen Vorsprung von weit mehr als 10 Sekunden hat und dass er selbst bei vorsichtiger Fahrweise, für ihn vorsichtiger Fahrweise, ungefährdet den Sieg ins Ziel bringen wird. Anders wird es jetzt zwischen Toni und Martin aussehen. Martin wird auf jeden Fall noch mal versuchen zu attackieren. Wo der Abstand beträchtlich ist inzwischen. Carlos Lavado, ja. Ja, aber der Toni Mang ist, wie ich vorhin schon sagte, ein alter Fuchs. Und wenn er jetzt in der letzten Runde nach vorne ist, glaube ich auch nicht, dass der Martin vorbeikommen kann. Denn der Toni wird ziemlich breit in der letzten Runde. Und vor allen Dingen wird er keine Gelegenheit geben, die Innenlinie zu benutzen. Carlos Lavado vor dem Sieg über der Ziellinie und zum zweiten Mal in diesem Jahr hat er einen Grand Prix gewonnen. 2 Siege von 3 Rennen. Überragend. Und der Platz im Kampf 2. Toni Mang hat die Nase knapp vorn. Und er behält die Nase vorn. Zweiter Toni Mang vor Martin Wimmer. Da haben wir den Sieger. Carlos Lavado. So, jetzt kommt es darauf an, ob Baldé gelungen ist, die beiden zu überholen und eventuell den dritten Platz einnehmen zu können. Oder ob er voll, beziehungsweise, ja, er hat es geschafft. Baldé ist Dritter geworden. Und Carlos Cardús, der Spanier, kurz vor dem Ziel gestürzt. Das eben war Taira, der Japaner, auf der zweiten Werks-Yamaha. Also noch einmal, Carlos Lavado, Sieger des Großen Preises von Deutschland, vor Toni Mang und Martin Wimmer. Ein Rennen, das frühzeitig entschieden war und seine Spannung aus dem Kampf um Platz 2 gewann. Dennoch, glaube ich, ein gutes Rennen mit großer Kulisse. Und es hat gezeigt, dass die Favoriten dieser Saison Lavado, Mang und Wimmer sein werden. Lavado führt jetzt mit 3 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vor Anton Mang. Und an Platz 3 finden wir in der Gesamtwertung Martin Wimmer. So viel zunächst von diesem Rennen. Wir geben zurück zu Christa Gierke, die sich bemüht, Interviewpartner zu bekommen. Interviewpartner von den Hauptdarstellern dieses Rennens. Anton Mang, Martin Wimmer, beiden herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ein Riesenrennen geliefert, Zweikampf bis zum Schluss. Aber fangen wir mal von vorne an. Was war los beim Start, Anton Mang? Ist man gar nicht gewohnt. Ich wusste, dass der Start immer wichtig ist und ich habe es jetzt von Martin oder die letzten Male von Martin gesehen, wie schlecht es sein kann. Und dieses Mal habe ich vor lauter eben besser machen, eben den Start ein bisschen verpatzt und musste eine lange Aufholjagd machen. Das war ein Aufholrennen für Sie. Sie sind dann so erst in der 12. Runde sowas vorgekommen? Ja, am Anfang ist das Feld so dicht beieinander, dass man nicht einfach irgendwo überholen kann. Da wird dann die Straße irgendwo zu schmal. Und da dachte ich, das zieht sich ein bisschen auseinander. Solange die Spitze nicht arg weit wegfährt, ist es immer noch zu machen. Martin Wimmer, zwar besser als in Monza, aber ich glaube so 12., 13., 14. Position nach dem Start. Wie ging es diesmal? Ja, ich war eigentlich mit dem Start zufrieden, weil für meine Verhältnisse war das ein guter Start. Ich dachte auch, dass ich relativ schnell nach vorne kommen könnte. Allerdings hat sich eben gezeigt, dass den Abstand, den der Carlos hatte vom Start weg, wir ihn nicht mehr aufholen konnte, weil er genauso schnell gefahren ist wie wir. Und er musste also bloß seinen Vorsprung verteidigen. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, weil ich das erste Mal unter den ersten 3 bin und die Maschine sehr gut lief für heute. Ja, richtig, in Jarama und in Monza waren Sie 2-mal Vierter. Aber nochmal zu den Startschwierigkeiten. Woran hängt es denn da eigentlich?
Ja, das ist eine Kombination von Problemen. Das liegt einmal daran, dass ich diese neue Startmethode neben dem Motorrad zu laufen erst lernen muss. Das Motorrad springt relativ schwer an und auch die Vergasereinstellung ist nicht recht einfach. Mhm. Anton Mang, hatten Sie etwas Schwierigkeiten mit dem Motorrad? Man konnte so beobachten, beim Abbremsen hatte man das Gefühl, dass die Maschine leicht auszubrechen versuchte. Nein, haben Sie eben einfach alles riskiert? Ja, ich bin sicher mit Martin ziemlich am Limit gefahren. Er ist ja nicht langsam und ich habe am Anfang auch versucht, Lavado einzuholen, aber er war so weit weg und das ist dann so schlecht möglich, wenn man so alleine dahin fährt. Da ist es zu zweit dann wieder einfacher, Tempo zu machen oder man spornt sich selber an. Dann. Für mich war dann nur noch zu schauen, dass ich meinen zweiten Platz ins Ziel rette. Apropos Carlos Lavado, das ist das gleiche Team, auch Yamaha, hat er die schnellere Maschine? Das möchte ich nicht sagen, denn die Rundenzeiten werden sicherlich gleich schnell gewesen sein. Seine Maschine springt im Moment ein bisschen besser an. Wie er das macht, weiß ich noch nicht.